Und ich merke, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, dass sehr viele einfach die Schnauze voll haben von diesen dauernden Übertreibungen, dieses summarische Zuschreiben. Wenn immer ein Extremereignis da ist, dann ist es der Klimawandel. Alles, was schlecht ist, ist Klimawandel. Und bei den Demonstrationen sehen wir doch auch immer irgendwelche Leute, die rumlaufen mit Schildern, kein Plastik mehr im Meer. Das ist in der Tat eine ganz üble Sache mit dem Plastik im Meer. Es hat aber keine Klimadimension dabei. Es wird alles zusammengemanscht und sehr viele Kollegen haben da eigentlich die Nase voll davon, dass im Grunde auf die Wissenschaft überhaupt nicht gehört wird, sondern es wird auf bestimmte Wissenschaftler gehört, die das sagen, was man hören will. Empirisch gesehen ist die Welt noch nie untergegangen, aber Sie wissen auch, irgendwann ist es immer das erste Mal. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn man in die Geschichte schaut, dann kann man schon sehen, was für apokalyptische Bewegungen es immer wieder gegeben hat und mit welchen Dramatisierungen Apokalypsen auch immer, das sind auch eine Form von religiösem Denken und ich finde, die jetzige Bewegung hat schon religiöse Züge, wie die sich wiederholen. Heißt das trotzdem, dass wir auf eine 3-Grad-Welt zusteuern? Und ich brauche ja nicht erläutern, was das bedeutet. Ja, das werden wir vielleicht doch mal erläutern müssen. In der Tat, erzählen Sie mal. Das bedeutet, dass wir Landstriche, gerade in Afrika, dass sie von Trockenheit betroffen werden, dass mehrere Milliarden Menschen nicht mehr ernährt werden können. Das sagt die Wissenschaft. Denn darauf? Ja, das sagen Ihre Kollegen. Nein. Da brauchen Sie mich nicht drauf festnageln. Welche meinen Sie denn dann? So, bevor wir hier jetzt Namen austauschen, ein angesehener Professor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, der Herr Schellenhuber, hat gesagt, nach dem kürzesten IPCC-Bericht, das heißt, Extinction Rebellion, die Bewegung und die Menschen, die Teil dieser Bewegung sind, möchten die Demokratie schützen und bewahren. Und deswegen soll es dieses spezielle Organ geben, um eben die Demokratie vor dem Verlust zu bewahren. Aber das zeigt den demokratieskeptischen bis demokratiefeindlichen Unterton, der in ihrer Bewegung drin ist, ganz eindeutig. Und es gibt eine Liebe zu autoritärem Handeln durch eine Form des benevolenten, des guten Diktators. Das ist die Gefahr ihrer Bewegung. Und das ist auch die Gefahr, wenn man zivilen Ungehorsam, eine tatsächlich große Tradition in liberalen Gesellschaften, kapert, so wie sie das tun. Ziviler Ungehorsam ist immer dann entstanden, wenn es Unrechtsstaaten gibt, also Sklaverei in Amerika im 19. Jahrhundert, der Vietnamkrieg im 20. Jahrhundert. Aber wir haben es im Moment mit den Ländern, um die es geht, nicht mit Unrechtsstaaten zu tun. Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Und wenn einem die Regierung nicht passt, dann muss man sie abwählen und dafür Mehrheiten suchen, aber nicht sagen, die haben sich delegitimiert. Das ist die Gefahr ihrer Bewegung. Nee, aber das sehe ich schon ein bisschen anders. Ich möchte gerne Hans von Storch, einen der renommiertesten Klimaforscher, den wir in diesem Land haben, ins Boot holen. Über allem schwebt ja so ein bisschen das Wort Notstand. Also wir haben eine so außergewöhnliche Situation, dass man über alternative Wege nachdenken muss. Dieses Notstandsgefühl, haben Sie das auch, Herr von Storch? Nein. Also erstmal erinnert mich das an die Notstandsgesetze. Und ich weiß nicht, wer das noch, Sie erinnern das noch? Sie sind alt genug dafür, aber die anderen vielleicht nicht. Also insofern ist das erstmal aufgeladen in einer bestimmten Art und Weise, wie ich es nicht ganz gut finde. Das ist der Küstenscharme, Frau Höhne. Da müssen Sie durch. Frau Höhne ist aus Flensburg. Sie kann das ab. Alles klar. Aber was mich doch dabei erheblich stört, ist die Tatsache, dass im Grunde die Dimension des Problems nicht anerkannt wird. Also wir haben hier geredet über Dinge hier in England oder sonst was. Das Problem ist nicht so einfach. Das Problem hat eine Zahl. Und über die Zahl können wir uns unterhalten, welche Zahl es tatsächlich ist. Aber ich sage üblicherweise 38 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Das ist das, was wir an CO2 herausgeben in die Atmosphäre, und zwar weltweit. Für ein CO2-Molekül ist es egal, woher es kommt. Es hat keine Nationalflagge. Egal, wo es emittiert ist, es wirkt. So, gut. Also, und wir wissen, wenn wir das Ziel von Paris, 1,5 oder 2 Grad, was ein politisches Ziel ist. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir mit diesen 38 Gigatonnen CO2 pro Jahr auf Null, sagen wir mal, in 2050. Das ist das, was die Wissenschaft sagt. Viel mehr sagt sie nicht. Sie erfinden alles Mögliche dazu, was die Wissenschaft noch sagt. Aber das ist es zunächst mal. Okay, wie kommen wir jetzt, wie schaffen wir das, die 38 Gigatonnen wegzubringen? Wir reden über die deutschen Emissionen. Das ist Pi mal Daumen eine Gigatonne. Sagen wir mal, wir haben exportiert
Emissionen ins Ausland und die produzieren für uns schöne Dinge, die wir dann konsumieren. Und das kostet nochmal eine Gigatonne. Dann sind es zwei. Ja, dann legen wir uns wieder hin und schlafen. Schön. Dann könnten wir sagen, okay, jetzt haben wir zwei abgebaut. Prima, 36. Aber die anderen tun es ja auch. Gut, wer tut es denn? Sagen wir mal die Europäer. Die haben 4 Gigatonnen direkt zu verantworten. Mit diesem Aufschlag, den ich jetzt sehr großzügig gemacht habe, sagen wir mal 8, bleiben 30 über. Was machen wir mit den 30? Über die redet keiner. Dann verweist man möglicherweise darauf, oh, das ist ja versprochen worden in Paris, dass das geschieht. Aber dann gucken Sie doch mal nach, die neulichen Berichte, die da waren, wie weit sind wir auf dem Wege dahin? Sind wir nicht. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass wir auf dem Wege dahin sind. Wir würden es gern sein, aber wir sind es nicht. Also zunächst mal stellen wir fest, so kann es ja offenbar nicht gehen. Und wenn man unsere Regierung ordentlich in den Hintern tritt, dann wird das auch nicht besser, weil die können nicht mehr. Natürlich können wir Panzer schicken nach Brasilien oder sowas in der Art und Weise. Aber wir müssen uns überlegen, wie kommen wir weg mit den 30 Gigatonnen oder wie viele es denn nun sind. Es sind viele. Tatsächlich hatten wir 1990 ungefähr 22 Gigatonnen und 2018 haben wir 15 mehr oder 16. Also müssen wir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel da mehr gekommen ist. Das ist die Lage. Also müssen Sie sich überlegen, wie kriegen wir die Welt dazu, weniger zu machen. Da können wir natürlich sagen, guckt mir her, wir Deutschen fliegen nicht mehr und essen kein Fleisch mehr. Ist das nicht geil? Macht das doch auch mal. Das tun die aber nicht. Wir müssen im Grunde ein Angebot machen, und das wird auch teilweise gemacht in der Regierung, ein Angebot machen, wir haben hier Wege zu leben, also auch technologisch zu leben, reich zu leben, mit weniger Emissionen und das lohnt sich finanziell. Das ist das eine, Herr von Storch, ich hänge an Ihren Lippen, aber trotzdem drängt es mich, Sie zu unterbrechen, Herr Professor. Was halten Sie denn davon, dass man einfach besser zum Beispiel in Brasilien oder in Afrika unterwegs ist und sagt, oder auch in Asien, wollt ihr wirklich neue Kohlekraftwerke hinstellen, wollt ihr wirklich nichts machen? Wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, ist das nicht auch für 2 Gigatonnen es wert zu sagen, wir als reiche Industrienation zeigen, wir leisten uns das und treten dadurch moralisch etwas überzeugender auf, wenn wir das von anderen Ländern wollen? Es wäre viel überzeugender, wenn wir stattdessen 2 neue Moorburgs hinstellen würden, statt einer vergammelten, alten, unwirksamen Kohlekraftwerk irgendwo in Indien. Das können wir mal belegen. Das heißt, das ganze Problem in Deutschland krankt daran, dass niemals die Frage nach der Wirksamkeit gestellt wird, sondern es wird nur gesagt, das ist ganz viel. Also wenn man die Treppe hochtragen will, ist es wirklich viel. Aber es ist nicht wirklich viel im Vergleich zu dem, was man leisten muss. Wir müssen raus aus der Kohle, wir müssen den Leuten klar machen, es geht mit erneuerbaren Energien und wir müssen das hier in Deutschland zeigen. Dann werden die anderen auch folgen. Nein, Sie werden nicht, auch wenn Sie das so eloquent gesagt haben. Sie werden es nicht. Das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, ich meine, dann ist das der Unterschied zwischen Pessimist und Optimist. Sprechen Sie mit den Menschen in den Ländern, welches sind die Hauptprobleme für diese verschiedenen Länder? Was bedrängt diese Menschen wirklich? Ist es der Klimawandel? Nein. Doch, in China, die Folgen des Klimawandels sind auch in Indien. Es gibt keine Trockenheit. Es sterben nicht die täglich Menschen. Bis zu 30.000 Menschen an Nahrungsmittel- und Wasserknappheit. Das passiert nicht. Und wir Menschen hier im globalen Norden, in Deutschland, die sich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten an anderen Erden bereichern, wir sind jetzt der Meinung, nur weil wir 80 Millionen sind, nur weil wir 2% dieser ganzen Problematik ausmachen, brauchen wir nichts zu tun. Na, das sagt doch gar niemand, dass wir nichts tun müssen. Ich habe gesagt, was anderes tun. Nämlich, dass wir attraktive Technologien entwickeln, die es den Menschen in den anderen Ländern der Welt wirtschaftlich erscheinen lässt, nicht mit Emissionen zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Geschichte.